Hey Leute, ich bin hier mit Ron. Ron kommt aus Kalifornien, ist von der LAPD. Er wird sich gleich nochmal vorstellen. Es handelt sich hier um die Firma MCK, also Micro Carbine Kit. Diese Firma gibt es seit ungefähr 3-4 Monaten, die auch eine abgespeckte Version vom Rony Kit herstellen. Und er wird uns jetzt gleich was dazu sagen. Yeah, so we're real excited about our new MCK. So this is the next generation to the Micro Rony. As you remember, the Micro Rony was originally made in Israel, and we wanted a higher quality product, and everything. Now they're CA USA. So this is strictly made completely in the USA, where we can control the better quality. And as you can see, we made some great upgrades to this. The first one is you have a nice ergonomic grip here. If you notice, your hand fits the contours of your hand, so it gives you that steadier platform. And then also you'll see the original Micro Rony, the biggest complaint was the charging handle with the slide releases here. So what we did was we cut that out so you have direct access to your pistol. Before it was a cumbersome button that was very problematic. So now you have direct access to your pistol, it's a lot smoother. And the original Micro Rony, you had to have two units. You had one just for the Glock 17, the 22 and the 31. And then you had another one just for the 19, the 23 and the 32. Well, now they all go in the same unit. So with the new MCK, you can put the Glock 17, the 19, the 19X, the 23, the 22, the 31, the 32, and the new 45 9mm, all in the same unit. So it's very, very versatile. Right now you can see this is set up for the full-size Glock 17. So if I had a Glock 19, which is a smaller pistol, the thumb rest comes off, and there's a tension screw right here. You take the screw out, drop it down to the compact position, and you can insert the compact pistol. So it's just one unit now. One of the benefits also is the charging handle. You can see right here, when you release your weapon, the charging handle is built into the chassis, whereas the old version, it would have to come out and go over to your pistol and put your pistol back in, but now it completely stays inside the chassis. You just insert your pistol, line up the serrations of your pistol to the charging handle, and slide it forward so it locks in. Now with the advanced kit, you have two thumb rests. What's nice with the thumb rest is it keeps your support hand from covering the muzzle. And also, your thumb brings you right up on target. And it gives you that steady platform of a rifle, but with your pistol. You also have two flip-up rifle sights, a 500 lumens light, which I understand in Germany you can't have the light. So we also have a version for Europe where there's a plug there so you don't have to have the light. And it also has a one-point sling and swivel. We also make it for the Sig Sauer 320, the full-size and compact. We have the Smith & Wesson M&P 2.0. And we just came out with the Glock 20 and 21, so you can run the .45 caliber and the 10mm. Okay, Leute, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Das war sehr viel Input und auf Englisch. Ich mache das mal kurz auf Deutsch. Wir haben hier ein Kit, welches im Gegenzug zum Rony, welches komplett in Israel gefertigt ist, haben wir hier komplett made in USA. Vollständig und auch wirklich komplett in der USA hergestellt. Wir haben hier viele neue Features. Wir haben ergonomische Griffführung. Wir haben einen extra Schacht für ein extra Magazin. Wir haben zwei Daumenhilfen, welches natürlich die Führungshand perfekt anpassen lässt. Wir haben hier auch den Unterschied, dass es hier zum Beispiel im Gegensatz zum Rony gab es früher für die verschiedenen Glock-Modelle unterschiedliche Ronys. Hier haben wir ein Modell für alle Glock-Modelle, was natürlich viel unkomplizierter und natürlich auch viel besser ist, weil man natürlich ein Kit für alle Glock-Modelle nehmen kann. Wir haben hier unterschiedlich leichte, eine viel leichtere Ladehilfe. Eine viel leichte Reparatierhilfe. Wir haben ergonomische Griffe. Wir haben hier das tolle Feature, dass wir das ganz einfach mit Hilfe von der Abnahme der Daumenkappe können wir einfach die Schraube lösen und können das dann automatisch von der Glock 17 zum Beispiel auf eine Glock 19 umrüsten. Wir können automatisch auch zwei zwei Zielhilfen noch dazu addieren. Und wir können automatisch auch ganz leicht die Glock wieder herausnehmen. Es gibt ein One-Point-Sling, das heißt, man kann einen Gurt mit dran heften und ist vom ganzen Design her einfach viel abgespeckter und auch eine sehr leichtere Variante und macht auch einen sehr sportlichen Eindruck. And then, you know, we're using, we have Red Rock, which we're very lucky to, there are distributors here for all of Europe. So what's nice is now the U.S. version is available here in Europe through Red Rock. And it's been very popular with our law enforcement officers because sometimes a pistol's not enough, but a rifle's too much. So this kind of bridges that gap. And one thing I wanted to show you real fast. We have this sling bag.
Now, from the outside, it's very discreet, doesn't draw attention, but allows you to put a armor plate inside to protect you from a rifle. So officers, they wear it like a regular sling bag. If they're walking through an airport, or walking through a school where there's a big crowd, it's very discreet, doesn't draw attention. Now, if you have that active threat, you pull the bag around, you're set up like a tactical vest with your rifle plate. With your quick tab, you come out of the bag, engage, and they can engage the threat right out of the bag. And they still have protection from a rifle. Also wir haben hier eine High-End erweiterte Version eines Tactical Rucksacks. Nochmal. Also wir haben hier eine erweiterte Version eines Tactical Rucksacks. Wir haben hier eine metallverstärkte Platte drin, wo man das Kit automatisch aufbewahren kann. Und ein, wie er gerade eben gezeigt hat, einen blitzschnellen Zugriff möglich macht. Gleichzeitig bietet natürlich der Rucksack auch einen Superschutz gegen einen selbst und ist von außen durch das schlichte Design einfach völlig unscheinbar und kann super eingesetzt werden. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Roy, thank you very much. Thank you. Nice to meet you. War super. Lasst einen Kommentar da. Wir freuen uns auf euch. Ciao.